Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es endlich das lang ersehnte Review zu meinen neuen Filtern von Format Hightech. Ich wünsche dir ganz viel Spaß damit. Ja, ich habe es endlich geschafft, das Review zu drehen. Ich wollte es ja eigentlich schon in New York machen, aber da hat es irgendwie dann zeitlich nicht mehr hingehauen. Jetzt sind wir gerade in Dubai und ich dachte mir, hier an dieser Location, das ist der perfekte Zeitpunkt und der perfekte Ort, das Ganze zu drehen. Wir haben hier eine wunderschöne Skyline von Dubai Marina hinten drauf, der größte Wohnblock, der größte Block an Häusern überhaupt auf der Welt. Und ich habe hier gerade auch wieder mit meinen Filtern fotografiert und ich dachte mir, dass ich jetzt mal dir erzählen kann, was ich von den Filtern genau halte. Ganz kurz mal zur Geschichte, wer das Ganze nicht kennt, ich habe ja das 14 bis 24 mm von Nikon. Das ist ein Ultra-Weitwinkel-Objektiv, was kein normales Filtergewinde vorne dran hat. Dementsprechend habe ich nach einem Anbieter gesucht, der Spezialaufbauten produziert, um auch diese Filter dann, beziehungsweise um auch diese Objektive mit Filtern ausstatten zu können. Und ein Anbieter davon war Format Hightech. Es gibt auch noch ein paar andere Anbieter, wie zum Beispiel Leafilter oder Haider. Die solltet ihr euch auf jeden Fall auch mal anschauen. Gerade Haider wird relativ hoch gelobt. Da solltet ihr euch auf jeden Fall auch noch mal vorher informieren bei den anderen Herstellern und jetzt nicht nur dieses Video schauen, weil hier geht es wirklich jetzt nur um die Format Hightech, weil ich damit meine persönlichen Erfahrungen gemacht habe. Ich bekomme auch kein Geld von Format Hightech dafür, sondern es ist jetzt wirklich meine Meinung nach ein paar Monaten der Benutzung dieser Filter. Ganz kurz mal gesagt, also diese Filter sind dadurch, dass es auf einen Ultraweitwinkel kommt, sehr, sehr groß. Format Hightech bietet aber auch ganz normale kleinere Filter an für kleinere Objektive halt oder für normale Objektive. Das sind jetzt hier Filter, du siehst es ja schon an der Tasche, die 165 x 165 mm groß sind, also wirklich Riesendinger. Man kriegt sie gerade so in den Fotorucksack rein, aber ja, es ist natürlich schon ein richtiger Klopper, das muss man als erstes mal sagen. Man muss natürlich aber auch dazu sagen, wenn du jetzt keinen Ultraweitwinkel hast, dann ist das Ganze wesentlich einfacher, weil von dieser Firma gibt es auch zum Beispiel 100 x 100 mm Filter oder auch noch kleiner. Und dann ist das Ganze auch wesentlich interessanter, vor allem, weil es dann auch kostengünstiger ist. Diese Filter jetzt hier haben mich mit diesem ganzen Aufbau hier und mit einem extra Adapter noch für ein normales 77 mm Filtergewinde knappe 1000 Euro gekostet. Also wirklich richtig viel Geld. Aber ich habe von mehreren mir sehr gut bekannten Fotografen die Empfehlung bekommen, diese Filter auszuprobieren. Ich habe sie auch ausprobiert, danach habe ich sie gekauft, weil ich wirklich davon dann auch überzeugt war. Ich zeige dir mal ganz kurz, was hier in der Tasche drin ist. Also, du bekommst hier drei Filter geliefert. Ich habe mir das Elia Locardi Signature Set gekauft. Da sind insgesamt drei Filter drin, zwei ND-Filter und ein ND-Verlaufsfilter. Einmal der 10-Stop-ND-Filter, dann einmal ein 3-Stop-ND-Filter und ein 3-Stop-Verlaufsfilter. Genau. Die sind erstmal sehr cool. Das sind Glasfilter. Also ich nehme jetzt hier einfach mal einen raus. Das sind richtige Glasfilter, also keine Plastikfilter, sondern richtige Glasfilter. Das heißt, man kriegt nicht so schnell Kratzer rein wie bei den Plastikfiltern. Man muss natürlich trotzdem sehr gut darauf aufpassen. Aber sie sind von der Qualität deutlich besser. Und sie haben auch nicht so einen großen Color Cast wie jetzt zum Beispiel die Plastikfilter. Diese ganze Reihe nennt sich Firecast bei Format Hightech. Also da einfach mal auf die Website gehen, mal gucken. Und wenn, würde ich die Firecast-Serie empfehlen. Die sind zwar ein Stück teurer, aber dafür von der Qualität deutlich besser. Und wenn man einmal investiert, dann sollte man richtig investieren. Weil zwei- oder dreimal kaufen ist am Ende teurer, als wenn man es einmal richtig macht. Also hier sind drei Filter insgesamt drin. Dann zeige ich dir mal ganz kurz den Aufbau, der vorne nötig ist am Objektiv. Also ich habe jetzt hier einmal so einen Ring. Den muss ich auf das 14 bis 24 mm so drauf schieben. Geht relativ schwer. Muss es aber natürlich auch sein, damit die Filter da wirklich fest dran halten und man keine Sorge haben muss, dass es irgendwie runterfällt. Trotzdem geht es relativ schwer und es ist relativ umständlich. Wenn man vorher Bilder machen möchte ohne diese Filter, dann... sehr gut. Hier kriege ich gleich mal einen 14 bis 24 mm reingereicht. Danke, Ukas. Da kann ich das ja ganz kurz mal zeigen. Man steckt jetzt quasi diesen Ring hier vorne so drauf. Man muss hier natürlich auch darauf achten. Hier sind zwei bzw. vier kleine Knubbel dran. Da sieht man ganz genau, wie rum man das draufstecken muss. Und dann steckt man das hier so rein, muss ein paar Mal hin und her drücken. Also du siehst, es ist nicht ganz einfach. Aber vielleicht ist das ja auch ganz gut, dass es nicht so einfach ist. So. Wenn man das jetzt hier vorne auf dem Objektiv drauf hat,
Dann kommt hier dieser Filterhalter noch mit dazu. Der ist jetzt hier in diesem Fall aus Plastik. Da sagen einige, naja, Plastik bricht schnell. Ich habe jetzt nicht die Erfahrung gemacht, dass hier irgendwas schnell bricht. Auch hinten diese Knubbel hier hinten dran, womit man das Ganze dann hier dran befestigt, halt ein bisschen tadellos. Und ich bin jetzt keiner, der mein Equipment wirklich in Watte taucht, sondern da ist schon ordentlich was drin im Rucksack und der wird auch ordentlich hin und her bewegt. Wenn ich dann jetzt hier das ganze Ding aufstecken will, das geht ganz einfach, hier einmal rangeklippt und dann ist das Ganze hier dran. Ich habe hier insgesamt in diesem Halter kann man zwei Filter reinstecken, also das Ganze ist ein Stecksystem. Hier kann man insgesamt zwei Filter reinstecken und was jetzt cool ist an Format Hightech insgesamt ist auch noch, dass die jetzt gerade zur Fotokina noch einen Polfilter rausgebracht haben, der auch hier an diesem Weitwinkel nutzbar ist. Gab es bisher nicht. Zumindest nicht von Format Hightech. Deswegen bin ich da jetzt sehr froh, dass sie auch jetzt einen Polfilter rausgebracht haben, den ich allerdings noch nicht habe. Aber da läuft die Anfrage, dass ich den mal testen darf. Genau, die Filter kann man jetzt dann so hier reinstecken. Kann ich auch noch mal ganz kurz zeigen. Wenn ich jetzt hier einfach mal meinen 10 Stop ND-Filter nehme, dann schiebe ich den hier einfach ganz normal so rein. Und dann sitzt der auch bombenfest. Soweit alles schön und gut. Jetzt mal ganz kurz noch meine Praxiserfahrung. Also erstens mal, ich bin sehr zufrieden mit der Kombination 10-Stop, 3-Stop und dann der 3-Stop Verlaufsfilter. Also damit kann ich sehr gut arbeiten. Ich habe damit bisher eigentlich alles so abgedeckt, was ich abdecken wollte. Ich kombiniere sie auch sehr gerne. Also meistens nehme ich einen, wenn ich am Tag zum Beispiel fotografiere, nehme ich den 10-Stop. Wenn ich dann noch ein bisschen länger belichten will, kommt der 3-Stop noch vorne mit dazu oder manchmal auch einfach der Verlaufsfilter, um den Himmel noch ein bisschen abzudunkeln. Also sehr gut auch miteinander kombinierbar. Was den Colorcast angeht, also die Verfärbung quasi, sie ist minimal vorhanden. Ich habe das Ganze jetzt vorhin mal ausgemessen. Es geht um ungefähr 500 bis 800 Kelvin, die das Ganze mehr ins Bläuliche zieht. Es gibt verschiedene Stimmen, die dann sagen, dass zum Beispiel Haider da in dem Fall besser ist. Kann ich jetzt persönlich noch nicht so sehr beurteilen, beziehungsweise kann ich jetzt nicht so hundertprozentig bestätigen. Das musst du einfach mal selber ausprobieren. Ich finde aber, dass ein Colorcast, der um 500 bis 800 Kelvin abweicht, nicht dramatisch ist. Ich kann einfach, also ich mache es persönlich jetzt so, ich stelle einfach in meiner Kamera dann ein, den Weißabgleich, den stelle ich auf manuell und dann gehe ich einfach ein bisschen mehr ins Wärmere. Dann habe ich das ganze Problem schon umgangen und das ist kein weiteres Problem mehr für mich. Ich bin insgesamt von der Qualität her sehr überzeugt, weil ich ansonsten überhaupt keinen Qualitätsverlust spüre. Die Schärfe ist genauso wie vorher, also da gibt es wirklich gar keine Abstufung. Ich habe mit anderen Filtern da andere Erfahrungen gemacht, dass man da schon dann eine Abweichung in der Qualität sieht im Schärfebereich. Und das habe ich hier überhaupt nicht. Also von daher bin ich sehr, sehr zufrieden mit dem Ganzen. Natürlich, wie gesagt, es ist sehr, sehr teuer. Und man muss sich überlegen, ob man das Geld investieren möchte. Aber wie gesagt, wenn du keine Ultraweitwinkel-Linse hast, wie ich jetzt, dann ist das auch wesentlich günstiger. Da müsst ihr einfach mal auf die Webseite von Format Hightech gucken. Da sollte es dazu dann auch die entsprechenden Preise geben. Das Ganze wird in England bzw. in Großbritannien hergestellt. Und das spürt man halt auch. Das ist schon richtig gute Qualität. Das Ganze wird auch von dort versendet. Also wenn du bestellst, dann dauert es ungefähr eine bis anderthalb, manchmal auch zwei Wochen. Da muss man sich ein bisschen gedulden. Also das dauert immer so ein bisschen. Ich habe auch irgendwann mal gehört, dass die tatsächlich jetzt auch gar nicht immer so viel auf Lager produzieren, sondern teilweise auch erst auf Bestellung. Aber ob das genau stimmt, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich habe die Leute auf der Fotokina kennengelernt, habe mit denen am Stand auch noch ein bisschen gesprochen. Sehr nette Leute, sehr kompetent auf jeden Fall. Und der Kundensupport stimmt auf jeden Fall auch. Also da gibt es bisher bei mir zumindest überhaupt keine Probleme. Ja, soweit zu den Filtern. Ich hoffe, ich konnte dir mit diesem kleinen Review bzw. mit meiner persönlichen Meinung auch ein bisschen weiterhelfen bei der Kaufentscheidung. Schau dir auf jeden Fall auch Videos an zu den anderen Herstellern und beurteile dann einfach selber, welches Filterset für dich das Beste ist. Ich wünsche dir ganz viel Spaß noch beim Fotografieren und beim Bearbeiten. Like das Video, wenn es dir gefallen hat. Kommentiere unten in den Kommentaren, wenn du irgendwelche Fragen dazu noch hast. Oder wenn du vielleicht eine Diskussion starten möchtest, welche Filter welche Vor- und Nachteile haben. Ich würde mich freuen, wenn das alles unten in den Kommentaren stattfindet. Natürlich immer bitte gemäßigt, aber das sollte hier kein Problem sein. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Viel Spaß, ciao.